Herzlich willkommen, lieber Christian. Ich habe hier heute Christian Rieken, ihr Lieben, zu Besuch, zum Interview. Nicht nur ein ganz Herzensfreund, ja, für mich ganz persönlich, sondern auch schon seit Jahren Kollege, wertgeschätzter Kollege und tatsächlich auch an den ein oder anderen Stellen mein persönlicher Mentor, worauf ich ganz stolz und bin und natürlich auch unheimlich dankbar bin. Und wir sind hier heute zusammengekommen, denn einmal so ein bisschen zurückspulen, der ein oder andere hat es ja schon mitbekommen, dass die Online-Coaching-Akademie zum April dieses Jahres 2020 die Toren geschlossen hat. Ich bin auch aus der Geschäftsführung rausgegangen und diese Entscheidung hatte sich ja entwickelt und ich war schon immer im Austausch, auch letztes Jahr schon mit dir, Christian. Und da wusste ich noch gar nicht, was passiert. Und irgendwie hatte ich immer schon ein Gespür dafür, dass wir nochmal irgendwas zusammen rocken. Und dann, als im Februar bei mir die Entscheidung gefallen ist, dass ich die OKA schließe, dass ich in dieser Form meine Mission nicht weitertrage, in diesem Format, warst du der Erste, den ich kontaktiert habe, weil ich natürlich nicht einfach schottendicht machen wollte, sondern ich wollte natürlich ein neues Zuhause finden für unsere Interessenten und auch unsere Klienten. Und das war Human Essence. Und du bist Geschäftsführer von Human Essence, du bist Gründer von Human Essence. Und ich möchte gar nicht sehr viel mehr verraten über dich, das darfst du gleich machen. Aber das ist der Grund, warum wir hier nochmal zusammengekommen sind, um das auch nochmal ganz transparent für euch zu machen, liebe Zuschauer. Dass diejenigen, die jetzt Christian noch nicht kennen oder vielleicht noch nicht so gut kennen, einfach mal einen Eindruck bekommen von dem, was machst du, wo kommst du her, wo geht es lang und vor allem auch mit der Perspektive, dass einfach dieses Zuhause der OKA ein neues Zuhause und zwar bei Human Essence gefunden hat, worüber ich persönlich unheimlich dankbar bin und mich auch echt sehr geehrt fühle. Weil wir ja jetzt auch weiterhin zusammenarbeiten, was doch total schön ist. Genau, aber jetzt gebe ich mal den Stab ab an dich, Christian. Ich würde gerne als erstes erfahren, nicht nur was du machst, sondern auch ganz besonders, wie bist du da hingekommen, Christian? Ich würde gerne nochmal starten mit der tatsächlichen Wertschätzung auch dir gegenüber, weil die Dinge, die wir erlebt haben, so die letzten Monate auch zusammen, die sind für mich extrem bereichernd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich, weil auch ich hatte, wir hatten, glaube ich, unser erstes Gespräch, war das 2016 oder so, 17 oder 16, 17. 16 sogar. 16, ne? Ja. Mann, Mann. Und witzigerweise hatte ich immer wieder diesen Draht auch zu dir. Und das ist so, weil du das jetzt eben gesagt hast, möchte ich das nochmal erwähnen, dass das, was wir jetzt hier heute machen, ist nicht das, was es heute so viel gibt, so dieses Joint-Venture-Zusammenschluss oder wir machen mal Marketing, um uns gegenseitig irgendwelche Kontakte und Leads und weiß der Teufel nicht alles. Das ist eigentlich etwas, was auf Chemie gewachsen ist, was hier gerade stattfindet, was auf ja, mittlerweile Freundschaft gewachsen ist. Am Anfang war Chemie, also bei mir war es auf alle Fälle Chemie. Irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, ja, mit der Letizia, das ist irgendwie toll, mit der zu sprechen, schon im ersten Interview, muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, hatte ich ein bisschen mehr Bezug zu dir. Du warst ja damals noch nicht so alleine im Gespann, aber ich hatte irgendwie diesen Bezug zu dir. So wie Dinge, die wir im Leben eben halt ja oft nicht wissen, die unterschwellig laufen. Ja, wo man ähnliche Dinge vielleicht erlebt hat, ähnliche Dinge zu klären hat in seinem Leben, so wie auch der Beruf eines Coaches meiner Meinung nach immer der eigene Heilungsweg ist. Ja. Ja. Jetzt fangen wir so langsam an, die Brücke zu bauen zu dem, warum ich das mache und was da überhaupt dahinter steckt. Und ich bin sehr dankbar dafür, muss ich wirklich sagen, was da gewachsen ist. Und weil Human Essence ist ja tatsächlich in der Energie, wie es heute ist, entstanden durch mich und Lilian, durch mich und meine Frau. Und es ist immer so etwas wie so eine Heimat tatsächlich gewesen. Und du hast auch gerade gesprochen, Heimat für deine Kunden, deine Interessenten. Und Human Essence ist immer eine Heimat gewesen für Menschen, die sich selbst näher kommen möchten. Ob das jetzt für den privaten Bereich oder für den Business-Bereich ist, steht, finde ich,
gar nicht so sehr zur Debatte, weil du wirst in dem einen wie in dem anderen nur erfolgreich sein, wenn du irgendwie nah bei dir bist, wenn du irgendwo so eine Verbundenheit, so eine Verbindung zu dir findest. Und weil sonst bringst du nicht authentisch dich in eine Beziehung oder in das Leben oder in dein Business, sondern du bringst irgendwelche Konzepte, die du vielleicht von irgendjemandem übernommen hast, irgendwas geklautes Zeug oder was man halt auch viel macht, wenn man als Coach erfolgreich werden will, dass man halt guckt, wie macht der das und dann versucht man irgendwie zu kopieren, zu adaptieren, weil man nicht weiß, wie soll man es sonst machen. Ist auch völlig legitim, habe ich auch alles gemacht. Und es scheitert immer. Irgendwie scheitert es immer, ja. Und wir stehen dafür, dass die Dinge, die du in deinem Leben tust, einfach echt tust, also authentisch aus dir heraus wirklich holst und nicht aus deinem Verstand, womöglich aus deinem kleinen Erbsenhirn, deinem Frontallappending, was immer nur irgendwie danach strebt, dich zu beschützen, also dafür zu sorgen, dass du gewisse Dinge bloß nicht erlebst oder gewisse Dinge unbedingt erlebst, weil es irgendwie konzeptional dem Schutz oder dem Überleben dient, sondern eher. Es gibt so einen Satz, den ich gerne in den Trainings mit meinen Coaches benutze und der passt da ganz gut. Ich sage immer, sei vom ersten Moment an, vom ersten Kontakt mit deinem Interessenten bis hin zum letzten Tag des Trainings mit ihm, sei Anwalt seiner Seele. Und das meine ich damit. Wir müssen zunächst auch mal lernen, Anwalt unserer eigenen Seele zu sein, also einen Zugang zu finden, tief mit uns in Verbindung zu kommen, um zu spüren, was ist denn für mich stimmig, was passt für mich. Und nicht immer nach außen schauen, nach irgendwelchen Tools. Weißt du, das ist so typisch. Du kannst komplett unsichtbar bleiben und du kannst trotzdem die beste YouTube-Strategie haben, wie man Videos dreht. Du kannst das beste Skript haben und du kannst trotzdem unsichtbar bleiben, weil Menschen kommunizieren über viel tiefere Dinge, über Nervensystem und viel, viel tiefere Dinge als über Worte oder über schicke Klamotten oder bei den Damen hübsche Schminke und bei den Herren gute Frisuren. Und, ja. Also diese Form der echten Begegnung, glaube ich, wird auch in den nächsten Jahrzehnten den großen Unterschied machen, weil wir, da bin ich mir ziemlich sicher, irgendwann müde werden des Fakes, der durch Social Media, durch diese ganzen Marketingstrukturen immer schlimmer wird. Also so Kanäle wie Instagram und so weiter haben ja schon gezeigt, es gibt auch da mittlerweile Menschen, die genau das Gegenteil tun, wofür das eigentlich steht, nämlich so echt sein, ja, und nicht nur sich in einem schillernden Leben abbilden, sondern auch andere Dinge. Das wollen viele am Anfang nicht sehen, weil es sie da antriggert, wo sie nicht angetriggert werden wollen. Aber zutiefst wissen wir alle, wir kommen nicht drum herum. So, und um es auf den Punkt zu bringen, wir wollen uns gemeinsam bei Human Essence für den Business, aber gerne auch für den privaten Bereich, dem widmen, worum es nicht drum herum geht, nämlich um das, was in dir geklärt werden will, um dann ein top erfolgreiches Business zu haben, ein top erfolgreiches Leben zu haben. Ich finde jetzt meine Einladung gerade richtig passend. Ich bin gerade richtig froh, weil wir haben ja über nichts gesprochen vorher. Wir haben eben noch kurz überlegen wir uns was vorher, aber das haben wir dann gleich verworfen. Und ich mag das jetzt, weil das ist ziemlich genau auf den Punkt gebracht, wofür ich stehe. Ja, ich finde es total schön. Ja, also das ist auch, und ganz ehrlich, das ist gar nicht, dass wir uns jetzt seit 2016 schon kennen und freundschaftlich und auch kollegial immer im Austausch standen. Das ist einfach etwas, was ich auch sehr an dir schätze und wo du auch schon sagst, da gibt es einfach starke Parallelen bei uns beiden, dass wir tatsächlich so eine, ja, berufen sind und diese Berufung ins Leben tragen und auch hier immer wieder einfach prüfen, was gibt es bei mir und was gibt es im Team und was gibt es bei den Klienten und was gibt es in der Welt einfach beizutragen und das aus diesem ganz Selbstverständlichen heraus. Das bedeutet nicht, dass dir da was um die Ecke mal geflogen kommt und hast du nicht gesehen, ja. Und das war auch einer der Gründe, Christian, warum es für mich ganz selbstverständlich war, dass du erste Wahl warst, dich zu kontaktieren und zu sagen, hey, ja, so sieht's aus. Denn es war jetzt in der Online-Coaching-Akademie war immer schon mein Anspruch und auch damals Stefanis natürlich Anspruch, dass wir einen sehr, sehr hohen Standard an Qualität einfach liefern, dass wir ganzheitlich arbeiten. Ja, da geht es nicht
ausschließlich um Businessaufbau, da geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung. Denn wir wissen es alle und wir beide, wenn wir das verbündelt haben, genug Erfahrung machen dürfen mit unseren Klienten, mit diesen wundervollen Menschen, die alle eine tiefe Gabe in sich tragen und die aber nicht bei sich halten wollen, nicht für sich halten wollen, nicht im hintersten Kämmerchen sitzen wollen und das halt so, ja, spüren, aber die einfach bereit sind, damit jetzt die Welt zu verändern, ja, da einfach einen Unterschied zu machen. Und das wünschen sich sehr, sehr, sehr viele. Ja. Und genau das, was du jetzt sagst, und das war auch das, was ich auch als Bereicherung sogar noch gesehen habe, weil unser Fokus war schon sehr stark bei denjenigen, die bereits als Coaches, Therapeuten, Mentoren, Speaker, Autoren, weißt du nicht was, unterwegs waren. Sagen wir mal als Experten, ja, und die jetzt quasi aufs nächste Level wollten. Und wir haben da auch ganzheitlich halt diesen Business-Part unterstützt und natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung. Und die Bereicherung bei Human Essence, meiner Meinung nach, ist, dass es halt direkt aus dem Haus kommt. Denn du und Lilian, ihr seid beide, habt unheimlich reichen Schatz an Erfahrung mit Transformationsarbeit. Ihr habt einen riesen, nicht nur eine Schatzkiste, ja, eine ganze Schatzkammer an Methoden, Tools, hast du nicht gesehen, die erprobt sind, ja. Und deswegen war es für mich sogar noch eine Bereicherung, ja, denn dieses Zuhause zu finden für unsere Interessenten und Klienten. Und was ist es denn konkret, Christian, was ihr anders macht bei Human Essence? Jetzt mal abgesehen von dem, was ich jetzt vielleicht schon angeschnitten habe, was ist so der absolute Kern, was sich von Human Essence zu all den anderen, es gibt ja viele Coaches für Coaches, es gibt ja viele Coaching-Ausbildungen, es gibt viele, ja, was du schon angeschnitten hast, so Social Media Marketing oder hast du nicht gesehen, ja, was unterscheidet euch ganz konkret, wenn du das auf den Punkt bringen müsstest? Was ist das ganz konkret? Auf den Punkt in einem Satz ist es nicht vergleichbar. Wir sind nicht vergleichbar. Und ich sage jetzt nicht, wir sind nicht vergleichbar besser. Es gibt gute Coaches, es gibt gute Ausbildungen dort draußen, die einem Coach helfen können. Ich sage mal, der wirklich schon erfolgreich ist, seinen Umsatz zu verdoppeln. Es gibt gute Ausbildungen mit Sicherheit, die jemanden zeigen können, wie man überhaupt so eine gewisse Expertise erstmal aufbaut. Es gibt auch Coaches, die können helfen, wie man so die ersten Schritte geht. Was uns interessiert, ist nicht jetzt unbedingt der Kunde für die kurze Zeit, sondern der Weg mit ihm. Ja? Menschen wachsen, Menschen verändern sich. Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit Menschen über Jahrzehnte zusammen, tatsächlich. Und das macht einfach einen Unterschied. Schau. Es hat ein bisschen was auch mit dem eigenen Weg zu tun. Ich meine, ich komme aus der Welt von Transformation. Ich bin aber nicht Coach geworden oder Trainer geworden, weil ich das unbedingt wollte. Ich komme aus dem Hinterhof von Berlin, aus dem Ghetto und bin in sehr heftigen Umständen mit sehr viel Trauma groß geworden. Also für mich ist das ein Heilungsweg, nicht eine Passion, um irgendwie was zu verdienen oder so, sondern es ist ein Heilungsweg, den ich machen musste am Anfang. Es war gar nicht so freiwillig. Und dann machen wollte. Und dann erkannte ich, was ist eigentlich möglich bei Menschen. Und dann habe ich natürlich immer Gespräche auch gehabt mit Menschen, die ähnliche Dinge erlebt haben. Und so bin ich Trainer und Coach geworden. Und dann auch sogar Therapeut geworden. Ich habe ja sehr viele Dinge gemacht. Ich habe 6 Jahre nur schamanisch gearbeitet. Ich habe therapeutische Praxis gehabt. Also ich komme einfach von der Pike auf aus dem Sumpf, der in uns allen schlummert. Und da kenne ich mich aus. Und ich bin derjenige, der keine Angst hat, die Gummistiefel anzuziehen und zu sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam durch die Scheiße. Und diese Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, begegnet auch einem Businessmenschen oder auch einem Coach. Also natürlich soll es bei den Coaches nach außen hin so aussehen, als wenn sie keine Probleme haben, aber die sind näher dran als alle anderen, weil wer reflektiert und wer sein Leben unter die Lupe nimmt, findet einfach auch mehr Haare in der Suppe. So ist das halt nun mal. Also er muss auch mehr transformieren. Ich sage ja immer, es ist der Heilungsweg eines Coaches. So, was ist daran so unvergleichbar? Naja, wir haben dann diesen Bereich groß gemacht, waren immer ausgebucht und haben also mit Gillian dann zusammen, die eine ganz andere Story, aber doch ähnlich angelagert hat. Also haben sich zwei gefunden, die in dieser Welt unterwegs sind. Und dann wollten wir das natürlich größer machen. Also das ist auch immer so meine Inspiration. Ich bin auch voll Unternehmer.
Ja, also ich bin ein Shopping-Schamane und ich bin ein spiritueller Unternehmer. Für mich gibt es da keine Trennung. Für mich ist der Mensch, der keinen Bezug zu Geld hat, in diesem Leben eine echt arme Sau, weil das ist eine Energie, auf die wir uns international geeinigt haben, um Gutes zu tun oder natürlich auch Blödsinn zu tun. Aber es hat wenig mit der Energie zu tun, sondern mit dem, was ich dann daraus mache. Ja? Das heißt, wenn ich viel davon habe, kann ich viel tolle Sachen bewegen. Wir haben in unserem Team zum Beispiel 10 Leute, die wollen alle bezahlt werden, die haben Jobs, die leben von dem Geld, was sie bei uns verdienen. Also ich schaffe Arbeitsplätze, es wäre ja gar nicht möglich, wenn ich kein Geld verdienen würde. Also man muss da einfach ein bisschen komplexer sehen und aus seiner kleinen Sichtweise oftmals rauskommen. Wir haben dann, und das ist wieder sehr unvergleichbar, wir haben dann diesen Weg, wir sind diesen Weg selber gegangen, müßig, haben wir aber Tausende von Geldern rausgeschmissen und herausgefunden, wie alles nicht geht. Also das muss ich wirklich sagen. Und dann habe ich gecheckt, und das war einer meiner großen Gamechanger, habe ich gecheckt, dass es doch besser ist, nicht alles alleine machen zu wollen, sondern sich Hilfe zu suchen. Und dann habe ich angefangen, mir Hilfe zu suchen. Und dann habe ich mir die Falschen gesucht, weil ich gespart habe. Das ist auch ein Fehler, den viele machen. Die versuchen so eine kleine, weißt du, das ist so wie bei der Medizin. Ich mache mal so eine kleine OP da, weil ich nicht checke, dass das ganzheitlich alles zusammenhängt. Und dann kippt es an der anderen Seite und dann habe ich da das nächste Symptom und da das nächste Symptom. Und das ist das, was ich in vielen Gesprächen mit Leuten erlebe, dass sie Symptomverschiebungen haben und haben aber dann da 3.000, da 2.000, da 5.000 ausgegeben. Sorry, dann können sie auch lieber bei jemandem mal 20 ausgeben und dann gehen sie den Weg direkt. Und das habe ich, da habe ich Angst vor gehabt, habe ich mich gescheut. Und dann kam aber irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist vorbei, jetzt mal all in one und jetzt will ich es wirklich wissen. Und das waren dann auch die Durchbrüche zu einem Unternehmen, das heute 6-stellige Umsätze machen kann. Und der große Unterschied ist eben halt, dass wir den gesamten kompletten Weg gegangen sind und den kompletten Weg lehren, also den weitergeben. Ja? Bei uns ist herzlich willkommen, der jemand, der den Traum hat, Coach zu werden, überhaupt keine Ahnung hat und das einfach lernen möchte. Und auf der Basis zeigen wir ihm das, bis hin zu, wenn er möchte, einem großen Unternehmen mit Team. Oder auch, wie jetzt zum Beispiel unser Klaus, der jetzt in unserem Programm neu ist, der jetzt, glaube ich, irgendwie 3 Wochen oder so dabei ist, 4 Wochen dabei ist, der jetzt seinen Umsatz verdreifacht, vervierfacht hat. Wir haben das bei Jennifer und so weiter auch erlebt, also bei anderen auch, die schon vorher ein bisschen was mitgebracht haben oder auch viel mitgebracht haben und einfach durch unsere Arbeit, die ja sehr persönlich ist, wo man an die Hand genommen wird, einfach Strategien und Strukturen und vor allen Dingen aber menschliche Unterstützung bekommen, wo sie plötzlich Durchbrüche haben, die sie niemals, die sie sich auch vielleicht nicht zugetraut hätten. Denn es hat ganz viel mit den 3 Säulen, auf die wir setzen, zu tun: Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstwert. Und wenn da was nicht passt, kannst du die Uhr danach stellen, wann es nicht weitergeht. Mhm. Und für viele ist das schon ganz am Anfang. Ja, wundervoll. Also das ist halt genau auch diese Erfahrung, die wir, oder die auch ich machen durfte, auch schon mitgestandenen Unternehmern, dass halt, wenn es dann anscheinbar ja nur noch um Skalierung geht oder vielleicht wenn du noch mehr am Anfang stehst und jetzt von einer Offline-Praxis auf eine Online-Praxis umsteigst und dann diese Sichtbarkeit, ja, diese Sichtbarkeit hast, dass dann kommen einfach nochmal andere Themen auf den Tisch. Und viele, die auch unternehmerisch unterwegs sind, ja, und auch schon vieles gerissen haben und jetzt aber so ihre absolute Berufung tatsächlich leben. Ja, jetzt, ich gehe mal von so typischen Quereinsteigern ein oder aus, oder jetzt jemand, der zum Beispiel aus einer Führungsposition kommt, ja, jahrelang gemacht und dann aber ja, jetzt irgendwie sein eigenes Ding, sein eigenes Baby macht, ja. Ja. Und da braucht es tatsächlich diesen ganzheitlichen Ansatz von Transformations- bzw. persönliche Begleitung, Unterstützung für diese 3 Säulen, die du gerade genannt hast, und zur gleichen Zeit natürlich auch die richtige Business-Strategie. Ja, ja. 80% eines Erfolgs, und damit meine ich eher so ein glückliches und erfülltes Leben, nicht nur Geld, eine tolle Geschichte und immer gerne gesehen, aber es bringt dir nichts, wenn es dich nicht erfüllt. Also dann sind wir irgendwie raus aus dem, worum es geht im Leben. Und
80% geht es darum, innerlich gut und stabil zu sein, dass du, wenn du zum Beispiel nimmst wie Sicherheit eben halt, dass du wirklich in allen Bereichen das auch spürbar bist. Und diese Muster, die uns im Leben aufhalten, sind eben halt auf verschiedenen Ebenen. Die sind in der mentalen Ebene, da kann man das gerne Mindset nennen, das sind so diese Glaubenssätze. Die sind aber auch vor allen Dingen in der emotionalen Ebene. Und die sind in der emotionalen Ebene angebunden an alte emotionale Erfahrungen, die dann durch Trigger immer wieder wach werden, kennt jeder. Und die sind viel, viel heftiger und sind noch schlimmer als Überzeugungen und Glaubenssätze, weil sie uns wie automatisch von dem abbringen, das zu tun, was wir tun wollen. Das kennt auch jeder. Ja, ich wollte immer, aber ich kriege es nicht hin. Dann gibt es natürlich auf der Ebene des Spirituellen tatsächlich Dinge. Ich will jetzt nicht zu sehr irgendwie in so eine ESO-Ecke oder sowas gehen, aber ganz greifbar transgenerative Traumata, Dinge, die ich mitbekommen habe, übernommen habe von Oma, Opa, von Opa, von Oma, Opa, Uroma und so weiter, also da diese ganzen Dinge, wo ich gar nicht weiß, wo kommt das her? Man kann das auch Karma nennen, aber ich will da gar nicht so reingehen, sondern es ist so, dass man sich mit solchen Sachen oft auseinandersetzen muss, um eine Tür aufzukriegen, die man sonst nicht aufkriegt. Und die kriegst du nicht auf, indem du einen tollen Funnel baust oder indem du eine tolle Anzeige kreierst oder so. Das geht einfach nicht. Es gibt ja immer wieder so Anzeigen. Was ist das eine, das den erfolgreichen Coach von dem nicht erfolgreichen Coach unterscheidet? Wenn ich das sehe, könnte ich in Tränen zusammenbrechen, weil es gibt immer noch Leute, die das glauben, die sind schwach. Sind. Es sind tausende von Dingen, die uns unterscheiden. Und man muss sehr feinfühlig forschen, arbeiten, experimentieren, um seinen Weg zu finden, weil es wird nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Menschen im Leben tatsächlich erfolgreich und glücklich. Also es muss ja einen Grund haben. Wenn es das eine Rezept geben würde, wäre ich Multimilliardär. Ich wäre der reichste Mensch der Welt, weil sie würden alle bei mir kaufen. Weil jeder will am Ende des Tages nur eins, sich gut mit sich fühlen. Um nichts anderes geht es uns ja. Aber das ist eben halt nicht so einfach, weil wir nicht einfach so unbeschrieben sind. Wir bringen einiges mit. Und sich daran zu machen, da braucht es diesen Zugang zu diesen verschiedenen Ebenen, also mental, emotional, spirituell, körperlich, ganz wichtig. Die Körperebene war mein Missing Link über die meisten Jahre. Bin überhaupt nicht rangegangen. Also so körpertherapeutische Arbeiten fand ich auch ziemlich komisch und weiß nicht, ich habe mich geschämt wahrscheinlich. Ich fand es irgendwie seltsam. Was ich überhaupt nicht gecheckt habe, ist, dass wir aber in Atem und Ausdruck und Bewegung und Stimme, dass da der Master Key ist. Und das habe ich kennengelernt tatsächlich selbst als Klient in einer Burnout-Klinik. Und es hat mein ganzes Leben verändert. Und das ist das, was wir heute auch Embodiment nennen bei uns, die Verkörperung unserer Arbeit, weil du musst entkörpern, was du nicht sein willst und verkörpern, was du sein willst. Und diese Tools sind Deep Arbeit im Nervensystem und darauf haben wir uns spezialisiert. Und das verändert so viel. Also ich würde sagen, das alleine macht schon den ganz, ganz großen Unterschied. Und somit die energetische Ebene ist das, was alles miteinander verbindet, weil sowieso alles Energie ist. Und somit ist diese Reise, auch erfolgreich im Business zu werden, immer eine Reise durch Ebenen der eigenen Energie. Und wer das nicht checkt, wird eben halt am Limit ankommen. Es kann sein, dass er trotzdem 50.000 im Monat verdient oder was weiß ich. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass er nicht glücklich ist. Oder einer von den vielen Glücksjägern ist, die einfach jede Woche eine neue Yacht brauchen oder was auch immer, damit sie irgendwie noch einen gewissen, damit sie sich noch spüren. Ja. Also von daher, es ist ein komplexes Thema. Die Menschen mögen es immer gerne einfach. Deswegen ist es nicht sexy, was ich sage. Aber es ist komplex. Aber es geht, es funktioniert. Und ich habe es mittlerweile jetzt irgendwie guck mal, ich habe meine ersten Seminare mit 21 gemacht. Also ich habe mit 20 im Grunde genommen angefangen, mich mit dieser Materie zu beschäftigen. Natürlich sehe ich viel jünger aus, als ich bin, aber es ist schon 36 Jahre her. Ich bin im Grunde genommen 36 Jahre am Forschen und am Lehren und am Machen und am Tun. Und das macht einfach auch einen kleinen Unterschied, ob man diese Dinge schon alle erlebt hat oder ob man sie gerade eben aus einem Fachbuch vom Kollegen gelernt hat, ja, und jetzt Mindset-Coach ist oder wie auch immer. Und die ganzen jungen Leute draußen, ich bewundere sie, die zaubern mit ihren ganzen, die haben alle ihre Berechtigung, die zaubern mit ihren Skalierungstechniken oftmals rum und mit ihren Social Hacks und weiß der Teufel nicht alles. Ja, alles gut. Aber weißt du, wenn der Coach zum wirklichen Coach werden will, hat er Probleme,
das werden die nicht verstehen, welche Probleme das sind. Das sind tiefe emotionale Probleme, mentale Probleme. Und wir machen da keine Trennung. Ja, bei uns ist jemand zu Hause und wächst und das über Jahre. Und das ist für uns wichtig und wesentlich. Wenn jemand wirklich einen Anker sucht, einen Hafen sucht, wenn jemand eine Base sucht, wo er sich drauf entwickeln kann und in einer Teil einer Gemeinschaft, einer Familie, einer Community ist, wo er weiß, er hat Halt und kann lernen, sich zu öffnen, zu zeigen mit allem, was in ihm ist, dann ist er bei uns richtig. Ja. Das ist so, so wertvoll. Und ich muss daran denken, Christian, dass viele denken ja, die haben das schon alles durch. Und die denken, ja, was soll das denn jetzt? Ich brauche doch nur noch die richtige Strategie, die richtige Taktik, den richtigen Schritt-für-Schritt-Plan. Das ist ein großer Irrtum, ja. Aber das merken sie dann wieder ein paar Jahre später und sind dann meistens 5x2.000 Euro mehr los für irgendwelche Mini-Coachings, die sie gebucht haben, die sich genau darauf spezialisieren. Das ist dieses, was ich vorhin sagte, dieses medizinische Operieren mal hier, operieren mal da. Also ohne einen ganzheitlichen Betrachtungsblickwinkel von allem, uns als Menschen, einer Familie, der Welt an sich, gehen wir vor die Hunde. Das wird nicht funktionieren. Ja. Ja. Was ist es denn aus deiner Sicht, was passiert, wenn du diese innere Sicherheit, das Vertrauen, diesen Selbstwert auch hast? Was passiert dann? Was macht es für einen Unterschied? Naja, erstmal geht es ja mal los, dass es tatsächlich auch nicht so einfach ist. Es sind so zwei große Wege, die wir uns auch anschauen. Das erste ist so der Weg, dass du es schaffst, dass dein Verstand dir nicht mehr so zwischenspuckt sozusagen. Das große Thema Zweifel, das große Thema hier auch tatsächlich Überzeugungen, Glaubenssätze, also dieser mentale Bereich. Ich möchte mal das Wort Klarheit hier reinbringen, dass man wirklich eine Klarheit gewinnt im Leben, die basierend ist auf so einer inneren Stimme, auf einer Intuition, auf einer Stimmigkeit, die ich auch spüren kann. Und das ist sehr wichtig, weil sonst bringen die Zweifel einen immer wieder ab von dem. Also, und zwar im Alltag, minutiös. Ob ich ein Video drehen will, war das jetzt gut? Ist das das richtige Skript? Mache ich es überhaupt mit Skript und so weiter? Oder wie positioniere ich mich jetzt? Ist das gut? Oder kann ich den Preis wirklich nehmen oder kann ich ihn nicht nehmen? Und so, es sind ja so diese Sachen, die so ewig da sind. Habe ich überhaupt die Expertise? Gibt es nicht schon genug? Aber der kann das doch auch. Und jetzt habe ich gerade wieder ein Buch in die Hand bekommen. Der schreibt das doch schon alles. Wozu brauchst du mich noch? Und diese ganzen Sätze, die machen fertig. Ja. So. Damit muss man aufräumen. Das ist der erste ganz große Schritt. Der zweite ganz große Schritt ist der emotionale. Ich habe es eben schon kurz erwähnt, weil diese ganzen Sätze, aber auch die Sachen, die nicht ausgesprochen sind, bringen uns in Verbindung mit unseren ganzen Ängsten, mit unserer Trauer, mit unserer Wut, mit unserer Enttäuschung, mit alten Themen und so weiter. Und Emotionen haben die Kraft, uns total wegzubringen vom Projekt. Also völlig, und zwar automatisiert. In Verbindung mit dem Verstand noch besser, weil der Verstand erklärt dir dann auch noch, warum das jetzt viel wichtiger ist, Fernsehen zu gucken, als ein Fachbuch zu lesen. Oder warum das viel wichtiger ist, jetzt erstmal zum Kühlschrank zu gehen oder zu kochen, Familie, Kind und diese. Warum alles andere wichtiger ist als das. Also wenn man beides nicht im Griff hat, geht es vollkommen nach hinten los. Und wir helfen Menschen erst einmal wirklich sehr klar, das in Struktur zu bringen. Ich meine, du kennst mich, ich bin ein sehr konsequenter Mensch. Konsequenz braucht Vertrauen, weil du letztendlich, du kannst nicht vertrauen, wenn deine Zweifel dich aus der Bahn werfen und wenn deine Emotionen dich aus der Bahn werfen. Das heißt, das allererste, was wir schaffen, ist im Grunde genommen erstmal ein tiefes Vertrauen. Und wenn du ein tiefes Vertrauen hast, dann kannst du konsequent das machen, was du für richtig hältst. Das heißt aber noch nicht, dass du weißt, ob es das Richtige ist. Ja. Aber du gehst konsequent erstmal einen Weg. Die meisten gehen ja schon gar keinen Weg richtig. Ja, gerade die, die am Anfang sind. Die schon länger dabei sind, gehen schon gewisse Wege und die haben das Problem, dass sie oftmals nicht merken, dass sie immer wieder die gleichen falschen gehen. Ja, ganz genau. Immer wieder die gleichen. Die nächste Frage, so, was sind denn so diese typischen, ja? Aber du hast es quasi schon genannt, weil auch die, die jetzt nicht am Anfang stehen, sondern halt schon weiter sind und auch schon Ergebnisse kreieren und auch anfassen konnten, sage ich mal im Außen, ja, dass es da
oftmals dieses, was du gerade so schön gesagt hast, ja, die machen dann immer wieder die gleichen Sachen, aber auf einer falschen Ebene. Und das bringt sie halt immer wieder an diese Decke, wo sie anstoßen und nicht darüber hinauskommen. Und was dann passiert, und das finde ich total tragisch, wenn das passiert, ist, dass sie denken, das ist halt ihre Decke. Und da kommen sie nicht drüber hinaus. Und dann kommen halt Menschen ja, zu uns zu Human Essence und erleben das, was du von Klaus oder Jennifer oder, ne, das sind ja einfach zwei, die wir jetzt mal benannt haben, dass da einfach ein kompletter U-Turn auch möglich ist. Und das braucht aber auch einfach diese ganzheitliche Begleitung und Unterstützung. Und hier ist es halt genau das, was ich auch so teile. Und deswegen auch nochmals dachte ich, ja, das ist eine absolut geniale Bereicherung bei Human Essence, denn es sind halt nicht im Außen die nächste Strategie, der nächste Plan, das nächste Shiny Object, ja, was jetzt mein ganzes Business irgendwie rettet oder von fünfstellig auf sechsstellig oder von sechsstellig auf siebenstellig oder hast du nicht gesehen, irgendwie katapultiert. Es braucht einfach ein sehr, sehr starkes Fundament und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, gerade in unserer Tätigkeit, Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten, weil wir arbeiten ja auch nur mit diesen Menschen. Wir arbeiten ja nicht mit irgendwie Handtaschendesignern oder irgendwelchen Gadget, oder App-Sachen, sondern wirklich, hier geht es um, ja, Arbeit mit Menschen, ja. Und da braucht es einfach diese Stabilität. Es braucht diese innere Stabilität. Und die bekommst du nicht durch irgendwelche Strukturen oder Strategien im Außen. Natürlich, das sind wundervolle Tools, unheimlich wundervolle Tools. Aber die einzusetzen in dieser Stabilität und Sicherheit, ja, aus dir heraus wirklich mit dieser Expertise. Also ich bin immer wieder einfach so verzaubert von unseren Klienten, wenn da es anfängt zu leuchten und sie einfach nur so die Tasche aufmachen, gucken und okay, ja, oh ja, genau, das kann ich mal ausprobieren. Aber das ist so ganz selbstverständlich, weil sie dieses Brennen in sich tragen und ganz genau wissen, so das ist mein Weg und ja, ich bin geführt und geleitet. Und wenn ich dann mal ans Wackeln komme, dann kommt hier und da jemand an die Seite und führt mich wieder. Ja. Ja, und es sind ja, weißt du, und das ist ja diese Tools, wenn man jetzt über Tools spricht. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt Wundertools haben noch und nöcher. Wir haben ja oft die gleichen Tools. Wenn ich jetzt mal so sage, ein Hammer ist ein Tool. Aber du kannst mit dem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen und dir ein wunderschönes Bild aufhängen oder du kannst dir den Daumen kaputt hämmern. Und es ist eben halt genau, es geht gar nicht um das Tool, es geht um den Umgang damit. Und dieser Umgang damit hat ganz viel mit dir selbst zu tun, weil zum Beispiel, ich nehme mal, bleib mal diesem Beispiel, wenn du einen Nagel, wenn du dich mit dem Hammer nicht auskennst, hast noch nie an der Hand gehabt, du nimmst den, versuchst den Nagel in die Wand zu hauen, da ist die Chance, dass du dir auf den Finger haust, am Anfang relativ groß. Und das passiert ja jedem, der in diesem Business irgendwie unterwegs ist, dass er Fehler macht. Jetzt geht es also nicht, es geht ja gar nicht um das Tool, es geht darum, wie antwortest du jetzt selber auf diesen Fehler, den du gemacht hast? Aktiviert der diesen Satz in dir, ich wusste, dass ich es nicht kann? Oder aktiviert der einen Satz wie, okay, kurzes Zwischenergebnis, Situation muss mich nicht beeindrucken lassen, was ist jetzt der nächstbeste Weg? Also es gibt so viel unterschiedliche Antworten auf das Leben, die wir parat haben und so viel unterschiedliche Dinge. Ich habe heute Morgen, haben wir den Raum? Wie viel Raum haben wir? Nicht so viel. Gut, okay, das machen wir mal in einem anderen Gespräch. Ich Ja. möchte nur sagen, es geht wirklich um die Anwendung von Tools viel mehr als um Tools. Es geht um das, was mache ich mit mir und meinem Potenzial. Und wenn ich darauf setze, finde ich viel besser eine sehr passende Positionierung, ein sehr passendes Angebot, was dann auch wirklich so was Unwiderstehliches hat irgendwie. Ja, also das, was wir machen, was wir in die Welt bringen mittlerweile, das ist so, so unwiderstehlich, wenn ich mit Menschen darüber rede, die diese Probleme haben, dass sie fast nichts anderes können, als zu sagen, ja, das hört sich für mich endlich mal richtig an. Ich meine, ich habe auch viele Jahrzehnte dafür gebraucht, so etwas zu entwickeln. Aber und das basiert ja auch nur darauf, dass ich genau weiß, was alles eben halt nicht funktioniert. Und das macht halt den Unterschied. Und das kann jeder mit einer Expertise entwickeln. Ja. Jeder. Und dabei zu unterstützen, macht unfassbar viel Spaß.
und damit Arbeitsplätze schaffen. Und du weißt ja, wenn wir von einem siebenstelligen Jahresumsatz sprechen, dann geht es darum, wie viel Menschen haben wir befähigt, mehr Mensch zu sein, mehr sich zu freuen im Leben, mehr lebendig zu sein, mehr verbunden zu sein. Ja, und gerne viel Geld verdienen. Aber das ist ja dann automatisch. Das ist nichts, wo man hinterherlaufen muss. Ich habe früher schon immer gesagt, Geld ist ein Abfallprodukt der richtigen Dinge, aber die Menschen tun oft nicht die richtigen Dinge. Diese Energie fließt zu dir, wenn du das Richtige tust und das Richtige anbietest und das Richtige sagst und in einem richtigen Beziehungsgespräch bist mit einem Menschen, der ein Problem hat. Denn Probleme wollen gelöst werden und wir tun nichts anderes, als die Probleme unserer Kunden lösen, und zwar jeden Tag. Und das macht sehr viel Freude. Ja. Definitiv. Ja, also ich glaube, Christian, wir müssen noch ein paar mehr Videos machen. Da ist noch ganz, ganz viel. Ja. Und ich würde gerne noch hinzufügen, es ist ja so, wir können ja auch ein glückliches Leben leben mit dem Status quo, den wir gerade haben. Wenn wir keinen Schmerz spüren, wenn alles eigentlich so ganz okay ist, ja, vielleicht mache ich nicht wirklich den Job, den ich total liebe, vielleicht verdiene ich nicht ganz wirklich das Geld, was ich gerne möchte, oder eigentlich wünsche ich mir so ein Ferienhaus, aber es ist auch nicht so schlimm und naja, ich würde schon ganz gerne so eine Charity unterstützen, aber machen auch andere, ja, also was auch immer da so, das ist jetzt okay, aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass du kannst vielleicht glücklich sein, aber Erfüllung, ein erfülltes Leben findest nur du dann, wenn du wächst, wenn Wachstum in deinem Leben ist und wenn Beitrag in deinem Leben ist, weil dafür sind wir gemacht, ja, dafür sind wir wirklich hier auf dieser Welt, ja, und haben dieses Geschenk bekommen, und nur Wachstum und Beitrag führt zu Erfüllung, und dafür diesen Rahmen zu bieten und zu unterstützen, ist einfach das Genialste. Und das ist ja das, das machen wir. Und das machen letztendlich unsere Klienten in ihren Berufungen ebenfalls. Und das steckt, wenn du mich fragst, in jedem einzelnen Menschen. Es gibt da draußen meiner Meinung nach viel zu viele Menschen noch, die sich das nicht zutrauen. Die glauben, sie sind dafür nicht gedacht, sie haben nichts zu geben. Das ist nicht wahr. Und ich werde oft gefragt, brauchst du jetzt wirklich noch mehr Coaches? Es gibt doch so viele. Es kann gar nicht genug geben. Ganz ehrlich, es kann gar nicht genug geben. Die Welt hat so einen Nachholbedarf, gerade im Moment, für Bewusstheit, für Wachheit, für Selbstheilung, für Selbstliebe, für all diese Dinge. Wir sind unterernährt diesbezüglich. Wir sind wir sind weltweit in allen Kulturen komplett auf dem Anfangsniveau. Komplett. Ja. Was Bewusstheit, Wachheit, Selbstliebe und diese Dinge und Selbstverwirklichung betrifft. Also es kann gar nicht genug geben, weil zunächst ist ja auch nochmal jeder Coach für sein eigenes Leben erst einmal. Ja, ich muss ja auch erstmal lernen, mir selbst die richtigen Tipps und Ratschläge zu geben, meine Emotionen auf die Reihe zu kriegen und nicht permanent auszurasten oder auf andere zu projizieren. Und dann gebe ich was gebe ich dann an meine Kinder weiter? Ich bin auch Coach, ich bin immer Coach, Lehrer, Trainer, Berater für meine Kinder. Wenn nicht, weiß ich nicht, habe ich es vergeigt, finde ich. Also ich würde schon sowas machen, wahrscheinlich, um meinen Kindern einfach andere Ratschläge geben zu können, als die, die ich von meinen Eltern bekommen habe, die vielleicht gar nicht die Möglichkeiten hatten. Wir leben in einer Zeit, wo das möglich ist. Früher hat einer ein Buch gehabt, deswegen gab es eine Vorlesung. Heute kann ich mir das Wissen der Welt teilweise aus Google hören, mich vorbereiten, mich ein bisschen platzieren, dann nehme ich Geld in die Hand, dann kann man mit so Leuten wie uns und unseren Trainern und mit dir zusammenarbeiten, und dann kriegt man eins zu eins die Strategien und das ganze Programm. Also es geht alles. Es gibt eigentlich keine Ausrede mehr, ja, sein Potenzial in die Welt zu bringen. Ja. Ja, so schön. Vielen, vielen Dank, Christian. Vielen Dank auch an dich, der jetzt dabei ist und zuhört. Und ja, es werden noch Dinge folgen. Christian und das gesamte Team, wir haben uns da feine Sachen ausgewählt, ja. Wo ihr einfach auch noch tiefer in die Welt von Human Essence eintauchen könnt. Es gibt einen bestimmten, ganz besonderen Coaching-Abend, ja, wo ihr sogar persönlich gecoacht werden könnt von Christian, wenn ihr die Möglichkeit habt. Dazu folgen weitere Infos auf jeden Fall in den kommenden Tagen, Wochen. Und ich danke dir erstmal ganz herzlich, Christian. Ich freue mich immer so schön. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Dankeschön. Ciao. Bis dann.